Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem wunderschönen Talk-Format. Und zwar habe ich heute die großartige Ehre, für Global Digital Women mit Atrovia in Persona von Jörg Staff zu sprechen, der bei Atrovia im Vorstand unter anderem auch für People and Organization zuständig ist und sonst auch ganz viele tolle Dinge macht. Zum Beispiel auch in Startups investieren. Vielleicht reden wir darüber auch noch. Aber viel wichtiger ist, dass wir beide heute über das Thema New Work Leadership sprechen. Was bedeutet eigentlich Leadership für Jörg? Wie lebt er es bei Atrovia oder wie versucht er es vielleicht sogar zu leben? Und deswegen freue ich mich sehr, dass er da ist. Kleine Info noch am Rande. Ich freue mich ganz besonders, dass er da ist, weil wir in diesem Jahr eine spannende Partnerschaft eingegangen sind. Atrovia ist nämlich einer unserer Partner bei unserem Digital Female Leader Award, wo wir Frauen auszeichnen im Digitalbereich. Und ich freue mich sehr, dass Atrovia mit am Start ist, mit einem tollen Team, Kollegen, Kolleginnen und in Persona auch Jörg, der jetzt da ist. Jörg, herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht dir gut. Ja, hallo Tijen. Ganz, ganz lieben Dank für deine tolle Einführung und Vorstellung. Und ich freue mich ganz arg auf das Gespräch mit dir. Und natürlich freue ich mich auch, dass wir als Atrovia diesmal euer Partner sein dürfen. Sehr schön. Es passt natürlich auch perfekt, weil der Award ja in Karlsruhe stattfindet und da ist natürlich auch direkt wieder die Connection. Jörg, ich habe es schon gesagt, du bist im Bereich People unterwegs, also HR. Das ist etwas, wenn man dir vor allem auch auf LinkedIn folgt, dann merkt man, du lebst das Thema von der Fußspitze bis zum Kopf tatsächlich durch und durch, weil du dich in vielen Beiträgen eben zu deiner Arbeit äußerst, weil du, finde ich, heute würde man sagen, der perfekte Influencer für das Thema HR für eure Company bist. Warum liegt dir auch speziell das Thema New Leadership, New Work so am Herzen? Ja, erstmal liegt es natürlich daran, dass ich selber ja in einer Führungsrolle bin und das ist mein Leben, mein Berufsleben. Und ich bin immer jemand, der gerne sehr authentisch berichtet oder erzählt. Und was liegt da nicht näher, als direkt aus meinem Job zu erzählen und darüber zu berichten, wie ich als Führungskraft oder in dem Fall sogar als Vorstand meine Aufgaben erledige oder vor welchen Herausforderungen ich stehe. Und darüber spreche ich gern und teile das auch gern, insbesondere die Erfahrungen, die ich dabei mache. Und das kann man auch live verfolgen. Du bist viel unterwegs, du bist auch auf diversen Listen, bist auch CHRO des Jahres gewesen. Ich glaube, letztes Jahr war das, wenn mich nicht alles irrt. Ja, Also noch gilt's, noch bin ich du nicht abgelöst, aber im Herbst kommt der oder die nächste dran, ganz bestimmt. sehr, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Aber daran Danke. sieht man einfach, finde ich, bei solchen Sachen, ob das jetzt Rankings sind oder Preise, dass das ja wohl verdient ist, sonst würde man das auch nicht bekommen. Und es zeigt auch, dass du da wirklich als Pionier unterwegs bist. Wenn wir jetzt mal in das Thema eintauchen, auch Leadership oder New Leadership, was bedeutet für dich das genau und wie würdest du auch sagen, wie lebst du es in diesen Zeiten? Ja, also für mich persönlich bedeutet das erstmal, dass ich natürlich hier auch meinen Stil, meinen Führungsstil finden muss in diesen Zeiten. Die Zeiten sind ja geprägt durch VUCA, alles ist in Veränderung. Wir haben jetzt die Pandemie gehabt. Und meine Orientierung bei Leadership sind eigentlich so drei Dimensionen. Das eine ist, ich schaue so ein bisschen nach Servant Leadership. Also ich sehe mich als jemand, der dafür Sorge trägt, dass mein Team oder dass unser Team die Rahmenbedingungen hat, um gut zu arbeiten. Also ich service sie. Also ich sehe mich da auch als Dienstleister in meiner Rolle als Führungskraft. Das Zweite, was mich da im Prinzip leitet, ist so ein transformativer Charakter. In der Veränderungswelt ist es sehr wichtig, als Führungskraft zu helfen, dass sich die Menschen mitverändern. Das heißt, Entwicklung von Menschen ist ein ganz großes Thema für mich. Inspiration von Menschen, neue Themen angehen, zulassen, den Freiraum dafür zu geben. Und die dritte Dimension ist eigentlich so ein bisschen das, was wir bei Atrovia vorleben, nämlich das Agile Leadership, also das Agile, das Unternehmerische, die Fähigkeit, Dinge parallel zu tun,
also bestehendes Geschäft zu optimieren und gleichzeitig neues Geschäft anzugehen. Das ist ein Stretch für viele Menschen, auch gerade in der Führungsrolle ist es ein echter Stretch, beide Dinge parallel zu tun. Aber das ist gerade bei Agilität eben ein großes Thema. Und da sehe ich mich natürlich dann auch besonders als Sparringspartner für die Teams oder unterstütze eben vor allem die Eigenverantwortung von Teams oder die Selbstführung vor allem. Das sind vielleicht so ein paar Merkmale oder Eckpunkte, die für mich Leadership ausmachen. Ja, total. Und ich finde, dieses Servant Leadership ist auch ein guter Begriff, weil es einfach zeigt, dass die Definition von generell Leadership sich ja total verändert hat, gerade auch die letzten 2,5 Jahre in dieser herausfordernden Phase, die wir alle erlebt haben, die ist ja auch noch nicht ganz vorbei, aber die wir auch alle erlebt haben, wo wir festgestellt haben, dass wir die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, bisher komplett einfach mal auf den Kopf stellen mussten und neues Arbeiten für uns auch zu definieren. Und wenn wir bei diesem Punkt einmal bleiben, Leadership heißt ja gerade auch in diesen Tagen auf Distanz zu führen. Ich weiß, dass es nicht einfach für viele ist, wenn man anders sozialisiert ist, wenn man eine andere Führungssozialisation hast. Du als jemand, der viel in den Themen unterwegs ist, was denkst du, wie schafft man das, auf Distanz zu führen? Ja, wie schafft man das? Ich glaube, wir haben das jetzt alle ja weltweit, aber auch in Deutschland sehr intensiv die letzten 2 Jahre gelernt, gezwungenermaßen, weil viele, gerade die Wissensarbeiter, ja alle von zu Hause gearbeitet haben oder überwiegend von zu Hause. Und ich glaube, was wir da alle nochmal verstärkt gelernt haben, ist, dass eine ganz wichtige Basis für dieses virtuelle Führen Vertrauen ist. Also Vertrauen in die Teams, in die Menschen, in die Arbeit. Und dass es eine ganz andere Form von Führung braucht, die eben nicht mit Anwesenheit zu tun hat, sondern die eher an den Ergebnissen sich orientiert, an den Zielen sich orientiert und eher an der Fragestellung, warum mache ich was, und nicht darum, wie mache ich es. Also das überlasse ich dann den Menschen oder den Mitarbeitenden, sich zu überlegen, wie sie denn zu diesen Zielen kommen. Aber ich glaube, was wichtig ist bei der Führung virtuell, dass man eine gemeinsame Vision hat, dass man gemeinsame Ziele hat, diese Ziele auch versteht, das Warum versteht, also warum muss ich was erreichen. Und dass dann das Vertrauen da ist, die Menschen agieren zu lassen. Und es braucht eben regelmäßige Kontaktepunkte, um vielleicht Zwischenstände anzuschauen, Dailies oder Weeklies würden wir jetzt im Agieren sagen, wo man sich kurz abgleicht, wo steht man in dem Thema, dass wieder jeder auf dem aktuellen Stand ist. Und dass vor allem eben die Ergebnisse angeschaut werden und diskutiert werden. Und alles andere ist dann völlig nebensächlich, sage ich mal. Also wie die Menschen das dann machen, wo sie es machen, ist in ihrer Verantwortung. Das ist das Thema Selbstverantwortung, dass man das eben gerade gelernt haben, glaube ich, gerade in den letzten 2 Jahren sehr massiv zu spielen auch. Ja, das sind wichtige Punkte, die du ansprichst. Und nichtsdestotrotz ist es ja nicht ganz einfach. Und es passieren mit Sicherheit auch, wie es in so herausfordernden Zeiten ist, auch mal einige Fehler. Und ich weiß, dass du auch jemand bist, der für wirklich eine gesunde Fehlerkultur auch steht. Was würdest du sagen, wo kommt es darauf an, dass man so eine Fehlerkultur in einem Unternehmen auch etablieren kann? Ja, also ich denke, Basis für eine Fehlerkultur aus meiner Sicht ist auch hier wieder das Thema Vertrauen, aber ergänzt natürlich um Eigenschaften wie zum Beispiel Transparenz und Offenheit. Also wenn ich eine Beziehungsgrundlage habe zu meinen Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen, die auf diesem Wertesystem basiert und wo ich tagtäglich auch lebe, dass ich Dinge transparent austausche und offen bin, dann ist es, glaube ich, auch viel leichter, Fehler erstmal transparent zu machen und zu zeigen und zu teilen und daraus auch zu lernen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Basis, die da sein muss. Und ich glaube, dann kann man mit Fehlern auch sehr gut umgehen und sie auch als Chance sehen. Bei uns jetzt in der Atrubia ist es eigentlich vom System her auch so angelegt, dass wir im agilen Arbeiten ja immer wieder unsere Retros machen, also unsere Retrospektiven und Arbeitsfortschritte im Team anschauen, Zwischenergebnisse anschauen, Inkremente. Und in diesen Ergebnissen oder in diesen Zwischensprints, nicht Sprints, sondern in diesen Zwischenreviews, sage ich mal, oder Retros, gehört immer dazu zu gucken, was habe ich denn jetzt in der letzten Phase jetzt gelernt, wo habe ich Fehler gemacht, wo muss ich besser werden,
Welche Roadblocks habe ich in der nächsten Phase zu erwarten? Wo gibt es Hemmnisse? Wo kann ich als Führungskraft helfen, diese Hindernisse vielleicht auch zu beseitigen? Und ich glaube, dadurch gibt es auch eine gewisse Routine. Also wenn man regelmäßig in so einen Turnus, zum Beispiel im agilen Arbeit oder in der agilen Führung, solche Retros macht, dann sind eben so Punkte wie Transparenz, Offenheit, Fehler machen, aus Fehlern lernen, dann Routine. Und ich glaube, dieses Level sollten wir alle versuchen, in den Organisationen zu erreichen. Ja, und wenn wir beim Thema Fehler machen und Fehler zulassen sind, sind wir auch beim Thema, du hast es gerade angesprochen, Offenheit, Transparenz, Kommunikation. Wie gelingt es denn auch gerade in diesen Tagen, ja, eine gute Kommunikationsstrategie zu haben? Du hast es ganz zu Beginn gesagt, wir arbeiten jetzt anders und das fordert uns alle irgendwie heraus. Jetzt aktuell sind wir in so einer hybriden Situation, wo wir weder das eine noch das andere so richtig machen, sondern irgendwie in between sind. Das hat ja, finde ich, bedeutet ja auch häufig große Komplexität, auch gerade für den Punkt der Kommunikation. Wie kann man denn so eine offene Kommunikationskultur im Unternehmen auch haben oder auch sogar etablieren? Ja, du sprichst, glaube ich, einen sehr, sehr wichtigen Punkt in der jetzigen Zeit an. Denn vor der Pandemie waren wir, glaube ich, alle hervorragende Office-Arbeiter und Arbeiterinnen. Während der Pandemie sind wir alle zu hochprofessionellen Mobilarbeitern oder Remote-Arbeiterinnen und Arbeitern geworden. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir in eine neue Lernphase kommen und hybrides Arbeiten lernen müssen, was genauso oder wahrscheinlich noch viel komplexer ist als diese zwei Phasen, die wir vorher hatten. Und da kommt natürlich gerade Kommunikation einen ganz großen Stellenwert. Für mich persönlich ist Kommunikation in so einer Situation essentiell. Und auch da gilt wieder, dass man diese Basiswerte wie Offen und Ehrlichkeit eben auch lebt in der Kommunikation, dass Transparenz vor allem ganz wichtig ist in der Kommunikation. Ich glaube, wichtig ist auch immer eine gewisse Zeitnähe der Kommunikation zu Ereignissen oder neuen Themen, dass man also relativ schnell auch und klar kommuniziert. Und was ich persönlich immer am wichtigsten bin, weil das ist das, was nachher auch das Vertrauen schafft, ist die authentische Kommunikation. Also, dass ich eben auch Dinge anspreche, die vielleicht nicht so schön sind, also nicht immer die grüne Melone zeigen, also innen rot, aber kommuniziert wird dann grün mit der Außenschale, sondern wirklich authentisch, ehrlich kommunizieren, auch wenn mal was nicht so gut läuft oder wenn Schwierigkeiten anstehen, dass man die ehrlich anspricht. Und ich glaube, in der Kommunikation ist immer wichtig das Why, also warum möchte ich gerne Dinge sehen, haben, erreichen. Ich glaube, auch das ist ein Merkmal, was in einer guten Kommunikation berücksichtigt sein sollte. Ja, und es ist ja auch gerade in diesen Zeiten wichtig, ich habe es zu Beginn gesagt, du bist sozusagen ja der beste Influencer für euch. Und diese Sichtbarkeit von Führungskräften, aber generell auch von allen im Unternehmen, hat ja auch zugenommen, ne? Über LinkedIn, über andere Social-Media-Kanäle. Warum ist es so wichtig, dass Unternehmen auch verstehen, dass sie auf diese Kraft der Botschafterinnen und Botschafter ihres Unternehmens auch ja, Wert legen müssen, dass viele verschiedene präsenter sind, damit sie eben auch irgendwo zeigen, dass da eine Vielfalt im Unternehmen auch vorherrscht? Ja, also vielleicht erstmal muss ich ein bisschen was korrigieren von dem, was du sagtest, denn wir haben tatsächlich einen viel erfolgreicheren Influencer als mich in der Mannschaft. Das ist der Marc Wagner, ja. Der bei mir Employee Experience verantwortet. Der ist ja der Ranking 2, glaube ich, nach Kaba Yonosi, was die HR-Influencer in Deutschland anbelangt. Also ich habe echt einen ganz tollen Kollegen hier bei uns in Atruvia. Aber zurück zu deiner Frage, die ich jetzt schon wieder fast vergessen habe, wenn du nochmal gerade ein Stichwort gibst. Warum diese Kraft von Botschaftern und Botschafterinnen so wichtig ist für Unternehmen? Ja, ich denke, dass das Wichtige ist, das ist ja eine ganz tolle Möglichkeit, authentisch aus dem Innenleben eines Unternehmens zu berichten und zu zeigen, was die Menschen in dem Unternehmen machen, was sie antreibt, was sie inhaltlich erleben und machen, wie das soziale Gefüge im Unternehmen aussieht. Und ich glaube,
solche Influencer sind für alle Unternehmen eine Riesenchance, sich zu öffnen. Da sind wir auch wieder bei den Werten, offen und transparent, die wir als Atruvia eben ganz hoch halten, sodass Menschen, die in das Unternehmen reinkommen, zum Beispiel zu uns, nicht überrascht sind und sagen, hey, ist genau das, was ich gesucht habe und gesehen habe im LinkedIn, in Xing oder wo auch immer, das treffe ich jetzt hier auch vor. Und es ist ganz toll, ich war auch neulich mal, es ist ja in der Tat so, dass das auch eine Wirkung hat. Also ich war vor einigen Wochen mal mit einem People-Lead bei uns Mittagessen und der hat mir dann tatsächlich gesagt, hey, ich bin eigentlich nur hier, weil ich mir dein LinkedIn angeschaut habe und deine Beiträge angeguckt habe und dich gehört und gelesen oder gesehen habe und gedacht habe, da will ich arbeiten. Und dann habe ich gesagt, ja und, wie ist es jetzt? Jetzt bist du 3 Monate da. Bist du jetzt enttäuscht oder wie ist es? Und dann hat er tatsächlich gesagt, nein, es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und vielleicht sogar noch besser. Also das war natürlich irgendwie, wie soll man sagen, das ist ja fast schon das schönste Feedback, was wir dann kriegen können. Und von daher gesehen, ist eine große Chance drin in diesem Corporate Influencer. Super, super Praxiseinblicke, die du hier teilst, die ich auch häufiger von anderen schon mitbekommen habe, so dieses, ich bin da, weil ich jemandem auch auf LinkedIn folge und die Person mich inspiriert, ja, das hat natürlich einen unfassbaren Wert, auch gerade für Unternehmen und wenn es mehr Köpfe im Unternehmen sind, desto besser, als insofern ist natürlich absolut super, dass jemand wie Marc, wie du es auch gerade gesagt hast, da so präsent ist und wirklich sichtbar ist und Role Model an der Stelle auch. Jörg, ganz zum Schluss, was sind so die großen Themen, wenn du jetzt mal so in die Zukunft schaust, die die HR befassen? Wo sagst du, wo geht die Reise hin? Ja, das ist eine gute Frage. Die ist viel Geld wert, diese Frage, wenn man die gut beantwortet. ich bin ja mittlerweile sehr leidenschaftlich darin, dass ich sage, HR ist am Ende seines Entwicklungszyklus ist angekommen. Es braucht ganz neue Ansätze, auch vor dem Hintergrund all der großen Veränderungen, die wir gerade durchmachen. Es ist ja nicht nur VUCA, sondern es sind ja auch wirklich, wenn man sagt, the Great Resignation. Also wir haben eine große Fluktuation, die in der Welt gerade stattfindet und die auch in Teilen uns in Deutschland und vor allem auch in Europa trifft. Wir haben einen wahnsinnigen Skillshift, über den ich gerade geschrieben habe, wieder im Human Resources Manager Magazin. Durch die Digitalisierung sind so viele Jobs angefasst im Augenblick, wo digitale Basiskompetenzen benötigt werden und Skills, also ein Riesen-Skill-Shift und. Und am Ende des Tages muss man dann sagen, hey, jetzt ist es an der Zeit, mal die People-Themen in den Unternehmen zusammenzufassen, die den Impact, den größten Impact erzeugen. Und das ist eben nicht nur HR. Und aus meiner Sicht sind das all die Themen, die Touchpoints für Menschen im Unternehmen ausmachen, also der Arbeitsplatz, ob der jetzt physisch oder digital ist, dann sind wir bei der internen IT, also Facility Management, interne IT, Kommunikation hast du angesprochen, interne Kommunikation oder auch so Themen wie Nachhaltigkeit, die ganz wichtig werden und sind, aber auch Themen wie Organisation und Prozesse. Und ich denke, all diese Dinge, inklusive HR, müssen im Sinne der Kräftebündelung gehören diese aus meiner Sicht zusammen. Es braucht neue Organisations- und Betriebsmodelle dafür in den Unternehmen. Und deshalb, wir verfolgen ja das Modell Employee Experience, in dem wir diese Bereiche bei Atruvia alle zusammengeführt haben und da jetzt auch seit gut 1,5 Jahren damit arbeiten, unsere Erfahrungen sammeln und auch merken, welchen riesen Impact das in den Unternehmen hat. Und ich glaube, wir brauchen solche neuen Modelle. Also ich denke, es muss andere Ansätze geben, die den Menschen ganzheitlich erfassen, die 7 Sinne adressieren des Menschen und eben nicht nur den Kopf, sondern eben auch den Magen und auch die Umgebung, coolen Raum oder was auch immer. Also das gehört alles mit dazu und von daher plädiere ich dafür, hier zum Beispiel eben so einen Human- oder Employee-Experience-Ansatz auch in der Organisation umzusetzen. Vielen, vielen Dank, lieber Jörg. Das waren wahnsinnig spannende Einblicke und man sieht, das Thema reicht von bis. Wir sind total happy und stolz, dass ihr als Atruvia Partner des Digital Female Leader Awards seid und freue mich schon sehr und bin ganz gespannt auf die zahlreichen Bewerbungen und dann natürlich, wie immer, höchstwahrscheinlich die recht herausfordernde Jury-Sitzung, weil wir kaum entscheiden können, wer ins Finale kommt, aber das werden wir gemeinsam schaffen.
Danke, Jörg, für deine Zeit. Es war ganz toll. Vielen Dank. Vielen Dank, Tijen, für die Einladung. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich auch. Ich glaube, wir sehen uns das nächste Mal in Karlsruhe zur Jury-Sitzung.